Oder wenn es was mit der Story zu tun hat. So, auf geht's. Natürlich gehen wir hier weiter rein, weil wir haben uns ja den Stern, den wir holen wollten, noch gar nicht geholt. Das war jetzt ja wieder so ein geheimer Stern, den ich gar nicht mal wusste, dass der da kommt. Aber irgendwie habe ich es mir gedacht, weil wieso sollte man denn sonst diese ganzen Dinger da machen? Nein, Luigi ist ja wieder da. Oder ist es doch nach Galaxie, wo man ihn spielen kann? Auf jeden Fall spielen wir den jetzt halt nochmal. Spielen wir halt nochmal Luigi, wenn er hier schon nochmal spielbar ist. So. Dieser Goomba. Der gerade gar nicht mehr im Bild war. Los, Luigi. Jump ein Ründchen. Jetzt geht's ab. Und wir sind cool. Und wir rennen ein Ründchen. Yeah. Da die ganzen Sternteile einsammeln. Die Sternteilchen, die sind ja auch an so japanische Süßigkeiten angelehnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber sind an japanische Gummibärchen oder sowas angelehnt. Die sahen aber auch gut aus, finde ich. Vielleicht gibt es die zum Bestellen. Muss ich mal probieren. Ich weiß nicht mehr, an was die angelehnt waren. Wie die heißen. Aber die sahen genauso aus. Diese japanische Süßigkeitenware da. Die sind ja an das angelehnt. B. So, die müssen wir jetzt alle besiegen wieder. B. Und gleich nochmal bohren. Besiegt. Sehr schön. Und wir fliegen ein Ründchen. Gib mir die ganzen Sternteilchen. Jü. Das ist wieder der Big Luma. Lass mich in Ruhe, Goomba. Oh Mann. Meine Schwester möchte den Luma fotografieren. The Big One. Muss ich aber nochmal zu ihm rüber. Also sorry, Leute. Gehen wir nochmal ihn anschauen. Dann müssen wir mal so stehen. Hallo, Big Luma. Meine Schwester macht jetzt ein Foto von dir. Hey. Boing. Nee. Mach mal dein Foto. So, musst du den Blitz noch ausschalten. Und jetzt, tschüss. So, sehr schön. Der Big Luma fotografiert. Wir werden ihn ja nicht mehr sehen, nachdem wir hier waren wahrscheinlich. Deswegen haben wir ihn jetzt einfach mal fotografiert. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gestört. Sonst schneide ich es halt raus. So, und wir springen. Springen. Nein! Boah, hab ich ein Schwein gehabt jetzt. Es war gerade auch warm hier im Zimmer. Und das Witzige, ja gut, es ist Frühling jetzt wieder. Ich wollte gerade schon sagen, aber es ist doch Winter. Dabei ist gar nicht mehr Winter, es ist eigentlich schon wieder Frühling. Den ich bisher noch nicht wirklich wahrgenommen habe. Nur jetzt gerade irgendwie ist es halt gerade sehr warm. Und rüberspringen. Und rüberspringen. Wow. Nein! Das war jetzt doof. Der arme Luigi. Blah. Fetti Wegler. Na gut, das Leben kriegt man ja auch immer wieder. Bei denen ist es ja nicht tragisch, aber bei denen hier. Die sind wie so Dampflokomotiven. Nein! Die haben wieder diesen Rage-Mode aktiviert, weil irgendein Vollidiot ihnen die Blume kaputt machen musste. Ich weiß auch immer. Weil sonst macht das ja immer Mario. Der springt den drauf und dann sind die Blumen weg. Gerade noch was getrunken? Ja, Luigi. Warum muss er das jedes Mal sagen, dass er wieder weggeht und dass man ihn jederzeit wieder rufen soll? Das ist so nervig. Gut, vielleicht hat man deshalb wirklich ein bisschen eingeschränkt, dass er nicht die ganze Zeit kommt. Weil er dann immer diesen gleichen doofen Satz sagt, wenn man ihn gespielt hat. Klappstadt-Galaxie. Das
heißt ne, Clipstadt und Klappstadt. Das heißt nicht umsonst so, weil es irgendwie so ein Puppenhaus ist. So eine, ich frage mich echt, wer erschafft diese Galaxien denn bitte? Das ist irgendwie merkwürdig. Eine Galaxie, die aussieht wie ein Puppenhaus. Da muss man jetzt hauptsächlich die Stampfattacke nutzen. Schauen wir mal, wo wir lang müssen. Hier scheint auch wieder Captain Toad zu sein, weil hier sind wieder diese Toads überall herum. Toads tauchen sowieso in jedem Mario-Spiel auf. Da, und man hat es gerade gesehen, wie man diesen Gegner... Oh, da war die Goldmünze. Die kann man eben auch einfach platt machen. Auch wenn sie so rumrollen. Wie sie. Au, Mann. Geh sterben. Geh sterben. Geh sterben. So, zwei habe ich mir geholt. Das reicht mir völlig. So, jetzt muss ich dann wieder runter. Ja, da kann ich ja so. So, und jetzt holen wir uns die Münze. Sehr schön. Wie schon gesagt, ich versuche die Münzen immer schön einzusammeln. Wenn es hier welche gibt. Das war richtig. Let's go. Das ketten uns. Okay, der hätte uns gar nicht erwischt. Ich wollte ihm trotzdem mal ausweichen. Falls er mich getroffen hätte. Dödöd! Oh. Okay, das funktioniert nicht. Klar, wenn so ein fetter Kettenhund da davor ist, kommt man auch wirklich nicht mehr. Oh, ja. Yeah. Wow! Ey, ich wollte diesen coolen Rückwärtssalto mit Mario machen. Den es schon seit Mario 64 gibt. Wow! Die droppen auch, wenn sie sterben. Einfach man hat 10.000 Sternteile. Yay! Man sieht auch schön immer die Gravitation im Hintergrund, wo man gerade steht. Bam. Das Vieh ist platt. Aber man kann sich hier nicht großartig verirren. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Man weiß immer, wo es lang geht. So, runter da. Hier sollte man jetzt nicht runter da, weil sonst fährt man in die Stacheln. Aber hier soll man's. So, und hier muss ich jetzt wechseln. So, dann wieder runter. Zack. Und los geht's. Wir fliegen wieder ein Röttchen. Und da haben wir wieder unseren Mr. Luma, aber den brauchen wir nicht. Sondern wir besiegen jetzt erstmal diesen fetten Bossgegner, der da vorne wartet. Das ist eine Frau. Das ist ein eine weibliche Königin. Oh, in sie reinzurennen bringt nichts. Achso, ich muss sie von unten einfach hauen. Bäm! An den Bauch. Ziemlich fett. Das passt ja gar nicht. So, man muss jetzt halt warten, bis sie über einem ist und dann... Oh, oh, oh. Achso, ich muss ein bisschen warten, bis die zu mir herkommt. Jetzt. Bam. Sehr schön. Die schießt doch auch irgendwie so Lava nachher rum. Ah, jetzt, genau. Und dann werden diese Löcher zugebombt. What the fuck? Okay, das ist fies. Okay, die kommt gar nicht hin. Bam. Ich dachte, die Lava würde jetzt draufkommen, aber ist sie gar nicht. Okay, jetzt ist sie stinksauer. Ah, jetzt ist da Lava drauf. Das ist das einzige Schwierige an diesem Boss eigentlich, dass der immer versucht, in einem die Löcher zuzumachen. Deswegen sollte man sich von den Löchern eigentlich fernhalten. Ah, fuck. Jetzt aber. Bäm. Erwischt. So, das war's mit der fetten Kuh. Bam.
und platt. Auf Wiedersehen, Mrs. Fatty. So. Take it. Get the star. Get the star. Flipstadt und Klappstadt. Und wieder eine Münze. Wunderbar. Jetzt könnten wir wieder weiter. Da, dieses Strand, diese Strandgalaxie da vorne. Ich glaube, das war auch eine, wo ich glaube, auch mal gucken musste, wie man den Stern macht, weil ich das nicht verstanden habe. Glaube ich. Ah, wieder ein Brief für den Baby Luma. Die sagt auch immer das Gleiche. Glaube ich. Also fast immer dasselbe. Gibt uns wieder 50 Sternteile. Ist auch nicht schlecht, aber die könnten uns ruhig mehr geben, weil wir brauchen mehr. Für diesen einen Gourmet-Luma da vorne, der ja ziemlich viele möchte. Gehen wir nochmal in Klippstadt und Klappstadt. Probebohrungen in Klappstadt. Din, din. Ah, mit dem Bohrer. Ja, dann müssen wir wieder Silbersterne sammeln. Auf geht's. Jetzt geht's ums Bohren. Nicht mehr um die Stampfattacke. Das Dumme ist ja, der Bohrer ist ja ein Trage-Item. Das heißt, Mario muss den immer herumtragen. Okay, das hat jetzt nichts gebracht hier. Okay, da ist ja auch nur so ein Gegner. So, hier müssen wir hin, glaube ich. So, da wäre das Minispiel, das machen wir jetzt aber nicht. Wie die sofort zu einem hingehen. Deren Augen wackeln auch die ganze Zeit so. So, und bohren. Da ist der Toad. Der Captain Toad. Hallo. Na, mit dir zu sprechen ist Zeitverschwendung. Ich weiß, was zu tun ist. Wehe. Auf geht's. So, jetzt müssen wir hier eben auch wissen, wie man sich durchbohrt. Ich glaube, jetzt muss ich hier hin. Nee, doch nicht. Dann vielleicht so. Jo, ich glaube, das war richtig. Sieht so aus. Okay, das war falsch. Nochmal zurück. Ach, verdammt. Das ist so nervig, wenn man getroffen wird, dass man den Bohrer immer verliert. Na gut, wenn man mit den anderen Items getroffen wird, hat man den auch nicht mehr. Die sind dann auch weg. So. Dann bohren wir uns halt hier lang. Was, das war auch falsch? Mann. Gibt's ja nicht. Jetzt sind wir hier wieder. Wo dann? Wo soll ich mich dann bohren? Das stimmt doch mal hier, so zu bohren. Damit ich nach ganz unten komme. Dann bohren wir uns halt hier lang. Das war richtig. Dann sind wir nämlich ganz oben. Jetzt kommen wir hier rein. Okay, und jetzt sind wir hier, wo wir die Sterne sammeln müssen. Ah, hier ist auch wieder dieses Tic-Tac-Schema. Dass sich dann immer die Gravitation ändert. Da ist dann auch jedes Mal die Steuerung ganz anders. Woran muss man sich gewöhnen bei dem Spiel? Dass die Steuerung jedes Mal anders ist. So, jetzt muss ich warten. Ich möchte jetzt mal hier lang, um mir den ersten Stern zu holen. Naja, es wird doch nichts mehr, ne? Ja. Okay, hier geht's nach unten. So, den haben wir jetzt mal. Den anderen muss ich dann anders holen. Hier wahrscheinlich so, wenn ich jetzt runter kann, ja. Oh. Okay, das ist doof. Müssen wir es anders machen.
wieder nach oben. Die Musik hat man auch schon so oft gehört. Boah, ich habe die Gravitation verhindert. Ich möchte mal da lang. Bäh, voll in den Gegner rein. Spiel, ich brauche den Bohrer. Danke. Und weiter. Ups, das war jetzt dumm. Oder kann ich den noch holen? Doch, man kann ihn noch holen. Den kann man so holen. Jetzt brauchen wir den einen noch, der da in dem Raum ist. Und da muss ich eben rüberbohren, wenn es grün ist. Damit ich den auch holen kann. So, und jetzt müsste halt in der Mitte der Stein dann auftauchen. Jo. Sehr schön. Jetzt müssen wir den noch schnell holen. Und dann haben wir es eh schon. Din, 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 din. Ja! Zumindest wenn es Luigi wäre, dann würde er jetzt ja ha sagen. Sehr schön. Ja. Yeah. Ist für Mario auch anstrengend, dauernd diese Sterne zu sammeln. Spiel wurde gespeichert. Yeah. Weiter geht's. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Honigköpfergalaxie. Da ist jetzt die, die Biene, die Königin da, wo ich gesagt habe, die sei so dick. Silbersterne im Honigbienenhof. Din, 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 din. Da ist die fette Königin. Die hat auch so einen Silberstern, glaube ich, am Rücken irgendwo. Jetzt sind wir wieder bei den Bienen mal. Da brauchen wir wieder Bienen, Mario. Ist cool, dass der hier nochmal kommt. Oh, hä? Bin ich da gerade vorhin nicht hochgekommen? Es geht sich knapp aus, dass man da hochkommt. Gut, vielleicht, wenn ich eine Wirbelattacke gemacht hätte. Es ist witzig, wenn man mit Bienen-Mario das macht, kommt Honig. So, als Biene kann ich natürlich hier an Waben entlang klettern. Das ist natürlich sehr praktisch. Fliegen. Fliegen. Let's swing. Das sind wieder diese Blumen, die mich aufessen wollen. Die nur so tun, als ob sie nett wären. Habe die Röhre. Ah, da geht's wieder ein Glücksspiel. Sie verstellten die alle auf, bitte. Wow, wenn man kein Glück hat, kommt ein Sternteil. Ah, ist ja wurscht. Besser als gar nichts. Wow. Tja, jetzt habe ich die Bienenform verloren. Da ist noch ein Leben. So. Hier ist nichts mehr. Das war ja mal sehr nett. Von Mr. Galaxy Goomba. So, ich fliege jetzt da hoch. Weil alles Wassermäßige muss ich umgehen, weil ansonsten bin ich wieder normal. Das ist dann ganz blöd. Was das für Gegner sind, habe ich mich auch immer gefragt. Bei Mario Kart 8 sieht man die auch. Da gibt es auch diese... Oh nein. Gibt es auch so eine Strecke. Da fliegen die auch herum. Vorsicht von diesen Wasserblasen. Hat man ja vorhin gesehen, die verwandeln mich auch zurück. So, und damit können wir fliegen. Oh. Super. So. Jetzt können wir ein Rundchen fliegen. Und wenn man schüttelt, dann kann man nochmal extra weit fliegen. Und wenn man jetzt richtig fliegt, kann man sich den Pilz da holen. So. So. Bam. Habe ich da nicht gerade die Münze gesehen? Oder haben wir die schon? Nee, nee, die kommt noch irgendwo. Wir sind jetzt einmal hier schon, wo die Silbersterne dann überall sind. Vorsicht von den Wasserfontänen. Ja, die
verwandeln uns alle zurück. Tja, jetzt bin ich so oder so im Wasser gelandet. Aua. Sonst ist das Level ja an sich gar nicht mehr so schwierig. So, jetzt ist hier oben einer. Oh, what the? Das habe ich ganz vergessen. Dankeschön. Da ist einer. Jetzt haben wir schon zwei. Man braucht die nicht überall, den Wien Mario, aber... an den meisten Stellen, wie hier zum Beispiel. Hier muss ich auch wieder hochfliegen. Ach, verdammt. Boah, ich hab's... irgendwie habe ich jetzt wieder Fliegen... Flugenergie gehabt. Hey, jetzt falle ich schon wieder runter. Was soll denn der Mist? Immer so ganz knapp um das Teil geflogen. Boah, gerade noch so hochgezogen. So, darauf. Kann ich jetzt da hochfliegen? Ja. Nein! Das geht aber. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne, es geht nicht. Das ist extra so gemacht, dass man da nicht hoch kann. Hier geht's auch nicht. Da ist einmal schon die Münze. Und dann müssen wir hier den Wandsprung nutzen. Das kann aber der Bienen Mario nicht. Der kann keinen Wandsprung. Aber dann müssen wir halt uns hier die Form wegnehmen lassen. Jetzt haben wir schon vier der Silbersterne. Jetzt sind wir oben, ne? Ja. So. Lass mich hoch da. Ich will das hier. Schwing, schwing. Let's go. End the fight here. Guten Tag, ich bin jedes Mal erfreut, eine junge Biene begrüßen zu dürfen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas juckt an meinen Rücken. Könntest du dir das mal ansehen? Ja, natürlich, große Bienenkönigin. Ja, man sieht, ich habe ja gesagt, sie ist dick und kuschelig. Guckt euch das an. Ich meine, was ist das? Und hier ist auch ein Silberstern. Ich glaube, im ersten Spiel war die ja auch und da musste man sie irgendwie kratzen, weil der Stern in ihr drin ist. Oh, das fühlt sich sehr gut an, sagt sie. So, wo war jetzt der Stern? Hier, genau. Get it. Es sieht sich, dass Mario auch immer zurückverwandelt wird, wenn er den Stern einsammelt. Warum tut er sowas? Er denkt sich, ich habe keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir den Bienen-Mario mitgebracht. Eigentlich hätten wir den ja vorher schon mitgebracht, weil wir hatten den ja schon mal. Aber wahrscheinlich war die Galaxy Scope nicht optional wie die andere, die wir gemacht haben. Jetzt ist im Bowser's Lava Imperium was. Was ist das? Ein gestreifter Pilz? So etwas sehe ich zum ersten Mal. Du hast schon ein sonderbares Hobby. Viel Spaß dann noch mit deinem neuen Spielzeug. Naja, ich kann es nicht mitnehmen. Bäh! Der Mario prallt da echt ab wie eine Wand. Nee, 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 nee. So viel gebracht. Oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?